Moin Moin Leute, was geht ab? So, euer Fenix ist hier. So, die meisten haben es im Titel schon gesehen. Ich werde auf Twitch wechseln, was Streaming angeht. Ich werde nicht mehr auf YouTube streamen. Das hat mehrere Gründe. Erstens, ich habe jetzt ein paar Tage gestreamt. Es war nicht die Welt, was im Stream war. Zweitens, auf Twitch sehe ich mehr Chancen für COD, weil auf YouTube guckt keine COD, die wollen alle nur Fortnite sehen. Und ich will halt was Neues probieren. Ich habe mir so viel Mühe gegeben für YouTube, für den aufzubauenden Kanal. Ich habe jeden Tag Stunden und Stunden gesessen, gestreamt, Videos geschnitten, Insta gemacht, Shop-Videos gemacht und hier und da. Und jetzt war ich kurz 3 Monate Pause, weil ich extrem durch die OP und finanziell und privat und alles habe ich ein bisschen Stress. Und das ist der Dank, dass ich jetzt nicht mehr so viel auf YouTube geschaut werde. Die meisten sind zu Jerry rüber gewechselt. Nichts gegen Jerry, ich habe nichts gegen Jerry. Jeder wie er will. Aber das finde ich halt schade, dass ich mir nach so viel Arbeit und Mühe und fast schlaflose Nächte schon teilweise jetzt nichts mehr habe. Also nicht mehr viel davon habe. Ich werde das Video auch nicht schneiden, das lade ich so hoch, wie es kommt jetzt. Ich rede jetzt ein bisschen so. Und ja, das ist mein Grund, weshalb ich auf Twitch wechsle. Ich will da neu anfangen, neue Community aufbauen. Ich will eine Community, die mich schaut, weil ich bin. Und nicht, weil ich irgendein spezielles Game zocke oder so. Ich will halt einfach nur streamen, was mir Spaß macht. Im Moment macht mir COD mehr Spaß wie Call of Duty. Und deshalb werde ich auch weiterhin COD zockern. Ab und zu kommt Fortnite noch. Wer Fortnite dann mitzocken will, muss halt auf Twitch kommen. Und ich weiß, es werden einige Leute sein, denen das nicht passt, dass ich auf Twitch wechsle. Aber es ist halt so, ich habe jetzt ein paar Tage lang mir den Kopf zerbrochen, was ich machen will. Und ich werde das so machen. Ich habe das so entschieden. Ich werde die Streaming-Highlights auf jeden Fall auf YouTube hochladen. Für die Leute, die dann nicht auf Twitch kommen wollen, die können die Streaming-Highlights dann auf YouTube gucken. Und ja. Weshalb ich weg war, die 3 Monate ist OP. Ich hatte extreme Schmerzen. Es hat keinen Spaß gemacht zu streamen oder die ganze Zeit zu sitzen, war unmöglich. Schmerzen waren fast unerträglich teilweise. Zweiter Grund war, ich war bei meiner Freundin, weil ich halt nicht viel machen konnte mit meinem Bein. Ich konnte nicht viel selbstständig machen. Ich war ja dauernd auf 2 Krücken unterwegs. Später nur noch auf einer Krücke, aber ist trotzdem, man kann nicht viel machen dann. War ich bei ihr, weil sie halt arbeitet und nicht jeden Tag zu mir kommen konnte, weil das fast jedes Mal eine Stunde Autofahrt ist bis hierhin. War ich bei ihr. Aber ihr Internet ist halt so schlecht, da kann man nicht streamen. Das reicht so halbwegs zum Zocken, aber auch noch nicht richtig. So, darum war ich da. Ich habe auch nicht viel auf Insta gemacht oder praktisch gar nichts. Ich wollte einfach ein bisschen abschalten, Ruhe haben, mein Bein schon wieder zu mir kommen und ja, jetzt bin ich halt wieder da. Ich werde das jetzt auch wieder durchziehen, halt nur auf Twitch, nicht mehr auf YouTube. Und ich habe ein bisschen im Real-Life-Leben extrem Stress. Ich hoffe, das können einige nachvollziehen. Ich werde irgendwann kommen ein Video, warum. Im Moment kann ich nicht darüber reden oder will ich nicht darüber reden. Und wenn die ganzen Sachen geklärt sind, dann kommt ein Real Talk Video über das, was halt los war. Einige verstehen es vielleicht dann, einige verstehen es nicht. Das sehen wir dann. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir folgt auf Twitch. Da werde ich auf jeden Fall jetzt regelmäßig streamen. Und ja, und ich finde es halt schade, dass nur einige Leute im Stream jetzt die Tage immer waren. Meistens immer die gleichen. Und die dann reinkamen, haben meistens auch nur nach Fortnite gefragt. Die haben nicht mal gefragt, wie es mir geht, warum ich nur COD zocke und hier und da. Es war eigentlich nur meistens direkt, ja, Fortnite. Fortnite ist ein schönes Game. Werde auch noch ab und zu spielen. Aber im Moment, aktuell, bockt COD für mich halt mehr. Und ich werde halt weiterhin COD zocken. Ich werde auch mit meinem Bruder jetzt auf Twitch streamen, weil er auch COD zockt. Und ja, so geht das halt weiter. Und ich mal gucken, wie es geht. Vielleicht mache ich irgendwann wieder Verlosungen.
oder Turniere, aber aktuell nicht. Wir haben die Tage Custom Games probiert. Ich habe es angekündigt auf YouTube, auf Insta, alles. Es waren insgesamt 7 Leute dabei, die Customs mitgezockt haben. Ist schade, bei 700 Abonnenten müssen eigentlich ein paar mehr sein, die mitmachen. Weil mit 7 Leuten Custom Games macht nicht wirklich Spaß. Man muss ja mindestens 20, 30 Leute sein, damit es ein bisschen bockt. Und vielleicht kriegen wir die ja noch zusammen. Wenn wir die mal zusammenbekommen, ich werde nochmal eine Umfrage auf Insta machen. Wenn wir die wirklich zusammenbekommen, dann werde ich auch nochmal Custom Games machen. Und ja, soweit zu dem Thema. Wie gesagt, ich habe mir das lange überlegt, es wird jetzt so gemacht. Einige verstehen es, einige verstehen es nicht. Einige werden was dagegen haben, einige nicht. Das sehen wir dann. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir auf Twitch eine neue Community aufzubauen. Mit euch. Einfach, weil ihr auf Twitch mal was Neues, das ist noch was Neues, ich will das probieren. Und ja, mal gucken. Auf YouTube wird auf jeden Fall noch Videos kommen. Ich werde versuchen, da regelmäßig die Stream-Highlights hochzuladen und noch andere Videos. Vielleicht alles für die Klicks oder über mein Real-Life oder was auch immer. Werden auf jeden Fall noch Videos kommen. Also wäre auch nice, wenn ihr mir da ein Abo da lassen würdet, weil kommt ja immer wieder Content. Nun ja, so viel zu dem Thema. Auf jeden Fall, das habe ich schon wieder entschieden. Ich habe jetzt ein paar Tage lang überlegt. Ich habe diese Nacht fast nicht geschlafen, weil ich mir so eine Gedanken gemacht habe. Ich habe diese Nacht diese Entscheidung getroffen. Ich werde es jetzt durchziehen und dann sehen wir weiter. So, das war's bis dahin. Leute, hasst mich nicht dafür. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgt. Einfach nur, weil ihr mich als Person mögt und nicht, weil ich irgendein bestimmtes Game spiele. Was ich auf jeden Fall in Zukunft spielen werde, ist COD, Fortnite. Ich werde mir auch demnächst FIFA holen. Vielleicht auch noch GTA. Mal gucken, wann das Neue kommt. Wenn ein Neues kommt, werde ich mir das Alte jetzt nicht holen. Aber sonst werde ich mir das Alte vielleicht auch noch holen. Und dann werde ich ein bisschen zwischen den Games hin und her switchen und hier und da. Und ja, das war's soweit. Haut rein, bis später. Ciao.